Ein paar sexy Waffenteile. Kann man mal gebrauchen. Gott. Ja, fahr mal hin. Lässt er nur Waffenteile für mich liegen, ne? Ja gut, aber wir müssen jetzt dieses Hotel finden. Muss doch irgendwo dieses Hotel zu finden sein. Du aus Herr der Ringe, hm? Ist das Saurons Festung? Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Den musste ich bringen. Ah, warte mal, das war das Hotel, ne? Genau, hier müssen wir noch hin. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Weiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Gut, gut. Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Ich sehe schon, wir kriegen Muni. Das kriegen wir nicht umsonst. Sebastian's Zimmer. Aber es ist nicht gespeichert worden, ne? Kidman. Ja, Sebastian. Die Katze hat Sommersuppe gebracht. Nee, Moment. Weg da.
Wir basteln erst nochmal was. Wir haben einen Waffenwerfer. Wir haben einen Waffenwerfer. Waffenwerfer. Oh, es ist... Ich merke schon, es ist nachts. Es ist Viertel nach zwei. Ich muss ins Bett. Ich meinte den Flammenwerfer. Oh Mann, ey. Ich muss ins Bett. Hoffmanns Tagebuch. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern, aber mit Mühe gelingt es dir, den letzten Eintrag zu lesen. Liams Transformation war schrecklich und faszinierend zugleich. Sie ging weit über das neurolinguistische Programmierung hinaus. Fyodors Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, dass Fyodor die Kontrolle über den Stem haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die er hier tun könnte. Sebastians Persönlichkeit ist nicht so schwach wie Liam, aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Fyodor wird ohne Zweifel seine neuen Fähigkeiten nutzen, um Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug ist, ihm zu widerstehen. Wo ist die gute Tasse? Hängen wir mal mit dir, ne? Sind Sie bereit, Sebastian? Alles klar, Hoffmann. Tun wir's. Okay. Nach Ihnen. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Wird schon schief gehen. Nein. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Ich kann durch die ganzen Flammen nichts sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Einer kommt durch. Ich hab ihn. Passen Sie auf, Hoffmann! Dafür sind Sie zuständig! Na toll! Die sind überall! Wow! Beeil dich, Sebastian! Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch hält! Nicht allzu lange. Eine Spritze wäre doch gut gewesen, wa? Sie.
noch! Wirkt viel länger, wenn man drin ist. Er will uns fernhalten. Gut. Das heißt, er hat Angst. Nicht stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie! Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Können Sie ihn reparieren? Ich arbeite dran. Geben Sie mir Deckung. Kommt wieder, los weiter. Das war knapp. Ich sagte doch, er zickt rum. Schon. Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stam sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Naja, das sind eh so Motive, ne? Können wir uns mal ein bisschen beeilen hier? Was ist los? Er fällt wieder aus! Warten Sie! Beeilung! Hier wird's ziemlich heiß! Boah. Er läuft wieder. Wir müssen raus. Los. Ja, laufen. Fast geschafft!
tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Kapitel 14. Ein Altar in Flammen. Bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Erinnert mich ein bisschen an Beacon. Alles voll mit Blut. Schade, dass sie es auch nicht geschafft hat. Es wird Zeit, dass wir Fedor das Handwerk legen. Fedors Manuskript 1. Dieser Ort, Union, hat unglaubliches Potenzial. Und Morbius hat es verschwendet. Sie verstehen nicht das Ausmaß von dem, was sie geschaffen haben. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller Bekehrter, ihre Erinnerungen alle überschrieben und neu programmiert, alle verbunden mit einem zentralen Gedächtnis, dem Kern. Meine Befehle, die mit einem einfachen Gedanken übertragen und nicht in Frage gestellt werden. Ich könnte meine eigene geistige Utopie innerhalb von Tagen statt Jahrzehnten umsetzen. Oh Mann, der Typ ist doch krank. Ach, der ist richtig krank. Kranker geht's gar nicht. Speichern. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Schwester Tatjana. Ein weiteres Opfer hat Sie so weit gebracht. Verdammt, warum musste sie sterben? Ich habe alle verloren. Es ist tragisch, aber sie starben ehrenvoll. Hoffentlich war es das wert. Das muss es.
Sonst sind sie umsonst gestorben. Das könnte ich nicht ertragen. Dann müssen Sie die Sache zu Ende bringen. Sie retten, damit Ihr Opfer nicht umsonst war. Sie haben recht. Ziehen wir es durch. Ich brauche alle Hilfe, die ich kriegen kann. Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn Sie ständig meine Maniküre unterbrechen? Na, oh, Verzeihung. Ja, hier ist es ruhig. Dann mach mal deine Maniküre weiter.